Kapsule. Gut. Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde. Ich habe heute ein Mikrofon von NZXT ganz frisch auf dem Markt. Wir machen mal oben links Werbung, weil ihr wisst ja, NZXT, mein Partner. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall. Der heutige Sponsor ist auch der NZXT-Rechner, den ich von NZXT habe, wo auch du dir selbst einen designen kannst, erstellen kannst, bauen lassen kannst mit den aktuellsten Hardware, Software und mit wenigen Klicks kannst du dir durch den BLD von NZXT kurz und schmerzlos einen bauen lassen, zuschicken lassen und dann auch zocken, falls du sagst, ich habe keinen Bock, bis die PlayStation oder Xbox zur Verfügung steht, nutze ich so lange die Chance und spiel PC zum Beispiel. Oh, Mikrofon. Ein Mikrofon. Was ist das? Was sehen wir hier? Ein Mikrofon. Kapsel. Kapsule. Kapsel. Also, was kann das? Das ist ein USB-Mikrofon. USB-Mikrofon. Okay. Apropos, du kannst es heute gewinnen. Schreib mir einfach einen Kommentar. Für was du es benötigst, Podcast oder Streaming oder YouTube und wie immer auf Instagram in der Story werde ich den Gewinner dann ziehen und benachrichtigen. Die interne Kapsel ist auf Sprache in einer Spielumgebung abgestimmt und sorgt für optimale, klare Stimmwiedergabe. Auf einem Standfuß direkt geliefert. Durch die eingesetzte nierenförmige Richtcharakteristik werden unerwünschte Geräusche von mechanischen Tastaturen oder lauten Lüftern eliminiert. So, das Mikrofon. Kabel, USB-C Kabel, rein normales USB-Kabel in euren PC. Es gibt es einmal in weiß, aber auch einmal in schwarz. Wirkt echt schön. Gummierter Boden, lässt sich bewegen, lässt sich aber auch natürlich auf den Standfuß schrauben, das heißt Gewinde, USB-C-Anschluss, Klinkenanschluss, also Monitoring hast du auch, kannst direkt hören, was du sprichst. Dann haben wir hier Gain, also können wir hier die Intensität, die Lautstärke des Mikrofons einstellen und hier unten das Monitoring dementsprechend lauter oder leiser drehen. Super, super, super. Hast hier noch einen Adapter, heißt du kannst hinten reinschrauben. Und dann also von kleines Gewinde auf ein größeres Gewinde und dann auf den Standfuß oder so aufschrauben. Und dann, wenn du es natürlich verschraubt hast auf ein Stativ oder so, damit du hier links und rechts keine Löcher hast, kannst du einfach hier die andere Blende nutzen. So, schaut schön aus. Testen wir gleich mal. Soll ich auch auf der Konsole testen? Wir machen PC- und Konsolentest. Und natürlich, wie sich das Mikrofon anhört. Hey, euer Doc, ich sitze hier jetzt im Streaming-Setup. Wir haben jetzt das NZXT-Mikrofon direkt am NZXT-Rechner angeschlossen und so hört sich das Ganze an. Jetzt mal ein kleiner Einblick. So ist es, wenn ich nah bin, so ist es und hört sich so an, wenn ich etwas weiter weg bin. Dann hier in diesem Bereich und jetzt hören wir uns auch hier mal die Geräusche an, wenn ihr zum Beispiel auf den Tisch klopfen. Oder mit der Maus zum Beispiel arbeiten. Die Maus ist jetzt recht nah hier. Das Klicken an sich ist grundsätzlich auch lauter. Aber wir machen jetzt mal einen Test. Wenn ich auf die Tastatur tippe, so hört sich das Ganze an. So, was habt ihr gehört? Egal, ob ich sehr nah bin, weg bin, man hört mich immer. Die Maus ist
wahrnehmbar, die Tastatur ist wahrnehmbar, ihr hört ungefähr, habt jetzt ungefähr ein Gefühl, inwieweit man das theoretisch in euren Streams hören würde oder das, was ihr mit dem Mikrofon macht. An sich ist es ein sehr gutes Mikrofon. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, wir haben hier unten die LED-Beleuchtung. Schaut ganz schön aus. Also die Qualität vom Mikrofon hört sich sauber, vernünftig an, hört sich gut an, kann man sich nicht beklagen. Jetzt machen wir mal kurz noch einen PlayStation-Test. Okay, was merken wir? Wir merken, dass das Mikrofon hier jetzt erkannt wurde als Headset. Bedeutet, wir gehen hier auf Ton, Ausgabegerät. So. Eingabegerät, Mikrofon. Okay, testen wir mal. Okay, ich höre den Sound lauter. Schauen wir mal, ob ich hier... Jawohl! So, als Mikrofontest. Hallo? Oha! Nice. Test an 2. Hammergeil. Finde ich geil. Muten kann man übrigens auch, indem man hier drauf drückt. Und dann sehen wir hier, es leuchtet rot. Test an 2. Hammergeil. Wird an der Konsole erkannt. Nur der Spielsound ist minimal leise. Hier empfehle ich dann nochmal ein Headset über Klinke, was du dann nochmal separat verstärken kannst. Jetzt hier das beide nämlich. Ah, ist ja klar, ist ja kein 32er Ohm. Ist ja kein 32er Ohm. Ist ja logisch, dass das zu schwach ist. Aber es geht. Ich würde sagen, 70% höre ich. 90%, ungefähr 10% noch ein wenig lauter. Dann wäre es richtig laut und dann würde ich das auch runterregeln. Könnte man aber theoretisch per Software patchen. Aber top. Hört sich geil an. Top, also. Ausreichend. Oh, ja, komm. Wäre noch ein bisschen lauter, das, dann bist du wirklich schwerhörig. Aber ich habe immer eher nochmal die Option nach oben von der Lautstärke. Als jetzt hier schon auf meinem persönlichen Maximum zu sein, hätte ich lieber auch noch ein bisschen. Aber ist okay, wie gesagt, ist in Ordnung. Kann mir gut vorstellen, dass man das dann nochmal per Software sicherlich nachliefern lassen könnte. Leider nicht, wird nicht erkannt. Okay, das Mikrofon funktioniert nicht auf der Xbox, auf der PlayStation 5, auf dem PC. Qualitätstechnisch richtig top. Man hat jetzt auch keine extra Knöpfe, um irgendwie RGB zu verändern oder sonstige Geschichten zu verändern. Auf jeden Fall erfüllt es seinen Zweck. Und was mich persönlich freut, sowohl auf der PlayStation als auch auf dem PC. Xbox kann jetzt an sich nichts dazu. Liegt wie immer an Microsoft, an Xbox. Die lassen nicht alles zu. Manchmal hört man so ein, ja, ich nenne es jetzt mal Rauschen, das ist aber eines. Das ist der Bart am Kittel. Ne? Also wenn wir hier da nichts haben, dann hört man doch kein Rauschen. Also kommt nicht vom Mikrofon. Schreib mir deine persönliche Meinung und denk dran, du kannst es heute gewinnen. Wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.